kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei Two Worlds 2. Neulich habe ich Two Worlds 1 durchgespielt und jetzt möchte ich mir Two Worlds 2 nochmal anschauen. Und Two Worlds 2 kenne ich aus der Vergangenheit, denn ich habe es damals einmal durchgespielt und ich weiß, dass mein Eindruck damals sehr gut war. Ich bin mal gespannt, wie ich das Ganze heute wahrnehmen werde und ja, ich würde sagen, wir starten mal ein neues Spiel und was mich direkt richtig positiv stimmt, ist diese wunderschöne Musik. So, wir spielen natürlich erstmal die Two Worlds 2 Kampagne und bauen uns einen netten Charakter. Schwierigkeitsgrad mache ich wieder mittel. Ist einfach wahrscheinlich das LP am besten. So, und ich glaube, wir bauen uns jetzt mal eine richtige Kante. Okay, man kann hier sehr viele Dinge einstellen. Ah, ich kann den auch so bewegen. Schön, schön. Gesichtsausdruck. Ja, das ist er hier schon wahrscheinlich am besten, oder? Achso, man kann die auch noch... Oder sollen wir uns so einen richtig hässlichen machen? So einen richtig... Der sieht jetzt schon aus wie ein alter Säufer. Ah, Bärte gibt's auch. Gibt's auch lange Bärte. Na, leider nicht. Dann nehmen wir mal so ein bisschen... Stoppeln im Gesicht, ne? Ein bisschen Bartwuchs, 3-Tage-Bart. Also die Frisuren sind alle schon sehr wild. Dieser Gesichtsausdruck. Okay, der guckt ziemlich grimmig. Ja, der sieht schon sonderbar aus, der Junge. Also, ich weiß nicht, aber stell dir mal vor, ihr seid einkaufen und dann seht ihr jemanden, der euch so anguckt. Der starrt ein bisschen, würde ich mal vermuten. Ja, das ist schon, der kann nicht mal mehr richtig blinzeln. Oh Mann, Alter. Ja, ich finde, unser Held ist jetzt schon sympathisch. Und eine gebrochene Nase kann ich auch machen, auf jeden Fall. Er wird langsam zu einem Minecraft-NPC. Ich meine, die meiste Zeit wird man dann wahrscheinlich sowieso wieder einen Helm tragen. Und dann spielt das sowieso keine Rolle, wie man aussieht. Aber so für den Anfang, ich glaube für die ersten Cutscenes und so, kann das schon ganz lustig sein. Hey, so ein Lächeln ist doch besser. Dass man hier auch alles einstellen kann. Ja, sehr hübscher Kerl, muss man sagen. Ich glaube, damit bin ich sehr zufrieden.
wieder wagt dein Bruder einen Fluchtversuch. Ist das Bruderliebe, wenn er dir die Lebenskraft verweigert, die dein zarter Körper so dringend braucht? Aber ich sorge schon dafür, dass er dir das Leben erhält. Kira. Welch zarte Hülle für eine derart grausame Macht. Einmal mehr bewahrst du dieses brüchige Gefängnis. Doch bald wird ihr Körper erkalten und von deiner Herrschaft wird nur Asche zurückbleiben. Deine Flamme wird bald erlöschen, Aziral. Ich musste mir gerade so das Lachen schon verkneifen. Na, schwach auf den Beinen. Ist er etwa hingefallen? Willkommen in deiner neuen Suite. Wenn du wieder abhaust, stecken wir dich in ein Loch, dass du dich noch hierher zurücksehen willst. Oh, ja. Jetzt gelten neue Spielregeln. Vergiss das nicht. Keine Sorge, wir sind hier, um dich zu befreien. Wir müssen hier weg. Komm schon. Ja, und da sind wir im Spielen. So, ich muss mal erstmal mich wieder vertraut machen. Schnellspeichern war ja Alt F1, okay. Kann ich die plündern? Gibt es sowas wie alles looten? Die nette Ork-Dame, die wartet aber sicherlich. Möchte nämlich mal gucken. Also ich finde, grafisch macht das auf jeden Fall schon mal einen echt coolen Eindruck. Dafür, dass das Spiel auch von 2010 ist. Sieht das schon sehr prächtig aus. Musikuntermalung. Auch top. Und generell die Atmosphäre. Da laufen wir der netten Dame mal hinterher. Da ist ja unsere menschliche Trophäe. Zeit aufzubrechen. Orks, wer hätte gedacht, dass euch mein Schicksal so nahe geht? Strapazier meinen guten Willen nicht. Meine Schwester, ich werde sie nicht zurücklassen. Du kannst ja kaum stehen. Mit uns zu kommen ist der einzige Weg, sie zu retten. Kira,
Geh mit Darfa, sie wird dich herausbringen. Wartet nicht auf uns. Mein Schwert lechzt noch nach Blut. Worauf wartest du? Beeilen. Okay. Junge, wie er gerade geguckt hat in dieser Cutscene. Bin ich froh, dass ich sein Gesicht so designt habe. Darfa, ich nehme mir aber Zeit. Ich habe Lust, hier alles zu stehlen. Ja, ich komme ja schon. Die Tür führt in den ersten Stock, aber dort sind zu viele Wachen. Wir müssen höher hinauf. Wer war der große Ork da unten? Rockdor? Der einzige General der Armee von Gorgamar, der noch lebt. Die Orks sind in Osvaroth vernichtend geschlagen worden. Kein einziger hat überlebt. Erzähl das Rockdor. Aber wie konnte er das überleben? Er war innerhalb der Schlossmauern, Spezialeinsatz. Sie haben ihn gefangen und viele Tage gefoltert. Was die anderen angeht, es ist wahr, die meisten unserer Leute wurden einfach abgeschlachtet. Aber warum haben sie ihn verschont? Ach, das hätten sie sicher nicht. Aber dann ist sie erschienen und hat ihn befreit. Wen meinst du? Die letzte Herrscherin von Gorgamar, die Prophetin. Eine Prophetin also? Ja, und du wirst ihr bald begegnen. Sprachausgabe auch wieder top. Oh. Er hält nach wie vor Sprecher von Daniel Craig und Adam Sandler. Im zweiten Stock dürfte niemand sein. Woher willst du das wissen? Ich weiß eine Menge Dinge. Red jetzt nicht so viel und komm lieber mit. Auch die anderen Sprecher sind alle bekannt. Also die kennt man alle aus Film und Fernsehen. Gerade der Sprecher von Gandorhar, dieser Kapuzentyp vom Anfang, der ist ja auch der Sprecher von Optimus Prime. Junge, wie ich aussehe. Hier müsste es eine Geheimtür geben. Eine Geheimtür in einem Schloss. Wie originell. Spar dir die Witze. Wir müssen den Schalter finden. Ich war lange genug hier. Deshalb mache ich jede Wette, dass der Schalter hier im Raum ist. Gut, dann such ihn. Ich bewache die Tür. Okay. Alte Kulte und geächtete Orden. Können wir uns ja mal später angucken. Also die Inszenierung ist richtig gut, finde ich, hier am Anfang. Notizbuch des Meisterarchitekten. Okay. Oh, das ist der geheime Schalter. Was haben wir hier noch? Die Lehren des Propheten Tarayel. Keine Heiltrank. So, Fräulein. Ist offen. Anscheinend warst du erfolgreich. Wir schleichen jetzt direkt über den Thronsaal. Bleib dicht hinter mir und mach dich so klein wie möglich. Mit etwas Glück? Ich bin direkt hinter dir. Genießt du die Aussicht? Ah ja. Die rechte Maustaste ist schleichen? Du wartest hier auf meine Rückkehr. Ich werde hier sein, Herr. Herr! Die Wahrheit! Sie sind alle tot! Überall liegen Leichen herum. In den Kerkern. Und er ist weg, Herr. Was? Du elendiger Bastard! Such ihn! Finde ihn! Oder dein erbärmliches Leben ist verwirkt. Ja,
wie ihr befehlt. Diese Versager, sie werden ihn nicht kriegen. Sauderon, kümmere dich persönlich darum. Er wird Schloss Vagmar nicht verlassen. Sei dessen versichert. Ich werde jetzt aufbrechen. Ach, und Sauderon, vergiss nicht, ich brauche ihn lebend. Ja, ich weiß, Herr. Ja, dann schleichen wir uns mal weiter. Ist der jetzt da unten? Nee. Wer war das? Sauderon. Gandohars rechte Hand. Das hätte... Ich hab schon von dem Kerl gehört. Wo gehen wir hin? In den Thronsaal. Wir werden Gandohars persönlichen Teleport benutzen. Das wird nicht funktionieren. Nur Gandohar kann ihn benutzen. Es sei denn, jemand öffnet ihn von der anderen Seite. Sag bloß, ihr habt einen Magier dabei. Frag jetzt nicht so viel. Wir müssen los. Ich glaube, das wurde gerade kurz unterbrochen, das Gespräch. Ich weiß jetzt nicht genau, weil mein Spiel hat sich gerade kurz minimiert. Ah. Über die Eigenschaften von Rüstungen, okay. Ja, ich komme doch schon. Lass mich doch kurz hier mal umgucken. Boah, ein funktionierender Spiegel, das ist ja der Wahnsinn. Das haben die allerwenigsten Spiele. Gerade aus dieser Zeit. Dreckige Orks. Gandohar wird den erbärmlichen Rest eurer Rasse vom Antlitz dieser Welt fegen. Freust du dich schon, deine gefallenen Brüder und Schwestern wiederzusehen? Nichts als große Worte. Junge! Zu besiegen. Gleich hast du es überstanden, Ork. Wenn ich mit dem fertig bin, ergreif die anderen. Wer ist jetzt mit wem fertig? Ihr Menschen werdet noch an eurer Arroganz krepieren. Zeit zu verschwinden. Otarius wartet schon. Da sind sie! Sie dürfen nicht entkommen! Den Gefangenen nicht umbringen!
Alles in Ordnung? Ja. Wir müssen uns beeilen. Sie dürfen dich nicht kriegen. Aber der Teleport ist versiegelt. Es gibt noch einen in den Kerkern. Ich weiß wo. Was sehen meine Augen? Erstmal looten. Schießen die wirklich auf mich oder ist das hier nur Geräusch? Die schießen anscheinend wirklich. Oh shit, da kommen sogar Wachen. Ich find's merkwürdig, dass Schleichen und Sprinten auf der gleichen Maustaste ist. Rechts neben dir ist eine Tür. Der Korridor dahinter sollte eine Verbindung zur anderen Seite haben. Scheint abgeschlossen zu sein. Was hast du erwartet? Du musst das Schloss aufbrechen. Mit bloßen Händen? Hier sind ein paar Dietriche. Wir treffen uns drüben. Ich arbeite ja dran. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Dietrich funktioniert. Schau dir das Schlüsselloch genau an. Jeder Ring hat eine kleine Öffnung. Du musst den Dietrich immer dann nach vorne schieben, wenn er parallel zur Öffnung ist. Aber du darfst den richtigen Moment nicht verpassen, sonst bricht er ab. Sollte nicht so schwer sein. Ach, du brauchst eine ruhige Hand. Deshalb musst du zügig arbeiten. Ich habe schon viele von den Dingern zerbrochen, wenn ich zu lange gezögert habe. Wir sehen uns drüben. Okay. Die Wassereffekte und so, das ist alles schon sehr nice. Sieht besser aus als EX2. Oh shit. Hey, du hast es geschafft. War nicht gerade ein Vergnügen in der stinkenden Kloake. Tja, hinter der Tür befindet sich die alte Alchemistenbibliothek. Sie hat einen eigenen Teleport. Worauf warten wir noch? Ganz schön düster hier. Gedanken über die Kunst der Alchemie. Mal sehen. Ein Heiltrank. Was haben wir hier? Über die Eigenarten bestimmter Kräuter und ihre Nutzen. Mhm. Mittlerer Heiltrank. Kriegskeule. Wir sind gleich da. Und jetzt? Irgendwie muss ich diesen alten Teleport aktivieren. Kann ich helfen? Ja, schnapp dir diesen Knüppel und pass auf die Tür auf. Na gut. Aber gerne doch. Da entlang geht's nicht weiter, da können sie nicht raus. Also weit können sie nicht sein. Verteilt euch und sucht sie. Verstanden. Ha! Endstation für dich. Du gehörst mir. Sehe ich so aus, als hätte ich es eilig? Oh Mann, ey. Wir sind hinter uns. Junge, die ein... Kann ich auch blocken? Ja, die Kameraführung ist ein bisschen schnell, finde ich. So, das war's.
Wieder aus. Nicht schlecht für einen Menschen. Ist er tot? Nur bewusstlos. Er ist nur ein Soldat, der seine Befehle befolgt. Wenn du meinst. Der Teleport ist jetzt soweit. Falsche Lage. Na, wenigstens ist es die richtige Insel. Ein Glücksfall bei Gortarius. Wir müssen zum Lager. Hier lang. Wo sind wir überhaupt? Auf Alsorna, eine kleine Insel vor Elkronas. Wie reizend. Bleib auf dem... Verdammt! Warte, lass mich mal sehen. Wir kriegen das unmöglich auf. Du musst dem Pfad folgen und Roktor holen. Aber halt Ausschau nach den Groms. Sie dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Sonst bin ich so gut wie tot. Aber worauf genau soll ich achten? Schleich einfach hinter ihnen vorbei. Falls du kämpfen musst, dann töte schnell und leise. Schleich dich von hinten an und nimm den Dolch. Hier. Gut, ich hol Hilfe. Keine Sorge. Wie er läuft. Oh, er trägt den Dolch an der Seite. Cool. In den Teleport. Sagen, das sieht doch schon hier sehr schön aus. Sehen meine Augen. Also wenn ich laufe und dann rechte Maustaste gedrückt halte, dann sprinte ich. Aber wenn ich einfach stehe und rechte Maustaste gedrückt halte, dann schleicht er. Das ist irgendwie eine komische Designentscheidung, finde ich. Aber guckt euch mal an, wie detailliert halt die ganzen Pflanzen bewegen sich, auch wenn man da so durchschleicht und so. Das sind Details, die viele Spiele gar nicht mehr haben. So geht das. Oh, ich muss mir die Sprüche sparen, weil der Held macht selber immer Sprüche. Und dieses Schleichsystem. Gab's das im ersten Teil auch, dass man Gegner so abstechen konnte? Ich habe das ja nie probiert. Tja. Oh, nice. Nehmen wir erstmal alles mit hier. Davon kann ich noch nichts tragen. So, wie sieht das eigentlich jetzt aus mit diesen Schriften, die ich hier habe? Architekten von Antalor. Ach. Okay, das sind einfach nur Namen. Okay, krass. Über die Eigenarten bestimmter Kräuter. Oh, okay, das ist sehr viel. Ich weiß nicht, ob ich das alles durchlesen will hier im LP. Aber ihr könnt ja stoppen und euch das angucken. Ich glaube, das geht dann fast schon eher in Richtung Skyrim von den Büchern, oder? Also nicht ganz. In Skyrim sind die Bücher noch viel länger, aber... Was ist eigentlich Alchemie?
über die Gottheiten. Ja, wenn ihr da noch Hintergrundinformationen wollt, dann könnt ihr ja stoppen, euch das durchlesen. Ich glaube, wenn ich das jetzt alles lese, dann sind wir hier bis zum Rest der Folge beschäftigt und das interessiert mich gerade eher weniger. Lieber würde ich der Ork-Dame helfen. Der vierte Entwurf. Über die Eigenschaften von Rüstungen. So, was ist das hier noch? Placeholder, Achievements, Quests. So. Hier ist der Teleport. Das hat lange gedauert. Wir haben den falschen Teleport erwischt und sind in der Nähe der Halbinsel gelandet. Da fahr... Spuckt schon aus. Was ist mit ihr? Ihr Bein ist in einer Falle eingeklemmt. Fast am Ende der Insel. Ihr müsst den Teleport nehmen. Ach, die Groms. Sie sind eine wahre Seuche im Osten von Al-Sorna. Gut möglich, dass sie bald einen Kontrollgang zu ihren Fallen machen. Dann hat Darfar keine Chance mehr. Wir müssen die Groms ablenken. Kann ich was tun? Gortarius und Norta, ihr helft Darfar. Du kommst mit mir. Wir kümmern uns ein wenig um unsere Freunde, damit die anderen Darfar noch rechtzeitig erreichen. Okay. Wieso läufst du einfach weg? Ich will doch hier ein bisschen erkunden, Mann. Geh einfach hier durch. Dann wirst du sicher bald auf Groms treffen. Wenn du mit ihnen kämpfst, vergiss nicht zu blocken. Aber sie sind ja nicht die hellsten. Auch wenn du vieles vergessen hast, sie sollten dir keine allzu großen Schwierigkeiten bereiten. Also, wenn du meinst. Ja, vertrau mir. Und jetzt geh. Nun geh schon. Frag mich gerade, von welchem Schauspieler das die Stimme ist. So auch voll die bekannte Stimme. Ist das die von Dave Bautista? Ja, ich darf nicht mal einfach weggehen. Es gibt immer was zu tun. Skillblocken freigeschaltet. Kannst du mal aufhören, so zu spammen, Junge? Hier einer spammt, dann bin ich das. Wie ich sehe, bist du noch nicht völlig eingerostet. Naja, das gerade eben war nicht besonders schwer. Schön, aber noch besser wäre es, wenn du den Gegenangriff nicht vergisst, sobald du einen Gegner blockiert hast. Das werde ich tun, danke. Okay. Komm, was ist jetzt? Kommst du mit, oder? Wie sieht's aus? Drücke während des Blockens linke Maustaste, okay. Ja. Aber hat er das jetzt gemacht? Der hat gerade automatisch angegriffen. Machst du auch was? Rum? Rum? Ich glaube, das war der Gegenangriff. Gute Arbeit, Mensch. Aber jetzt heißt es vorsichtig sein. In der Schlucht wirst du auf ein anderes Kaliber von Gegnern treffen. Kein Vergleich zu eben. Verstehe. Und denk immer daran, du musst den gegnerischen Block durchbrechen. Dann wirst du sie kriegen. Danke, mein Freund. Ich bin so froh, dass ich den Charakter so designt habe.
Das macht die Cutscene so viel lustiger, weil er einfach so aussieht. Und wie geil ist bitte diese Musik? Mal alleine hier zu stehen. In den Sonnenuntergang zu blicken. Dieser Musik zu lauschen ist einfach herrlich. Oh, der sieht schon ein bisschen heftiger aus da oben. Eine dreimal eine Sprungattacke. Ah, okay. Mit drei mache ich die Sprungattacke und dann. Wieso kommen da manchmal solche anderen Kamerawinkel? Du hast dich gut gehalten bisher. Nun setz den Baumstamm in Bewegung. Das wird diese stinkenden Groms für eine Weile von uns ablenken. Gut, ich bin schon unterwegs. Wo ist der andere jetzt hin? Aha. Starkes Kerlchen. Kann ich da jetzt runter? Oder geh zurück zum Lager? Ich meine, wenn die da gerade... Naja, ich darf gerade nicht, okay. Ja, es ist gerade Tutorial. Gute Arbeit, Mensch. Du hast uns sehr geholfen. Aber wie ich sehe, sind die Groms hinter dir her. Nimm diesen Bogen und bereite ihnen einen würdigen Empfang. Ich werde mein Bestes geben. Aber das ist aber eigentlich gar nicht schlecht, dass die hier mal... Das ist gut. Ich mag seine Art so sehr, dieses fiese Lachen. Deine Fähigkeiten haben in den Kerkern Gandoras ein wenig gelitten, was kein Wunder ist. Also, warum hast du nicht zwei Pfeile verwendet? Dazu müsste ich erst mal wissen, wie es geht. Eigentlich ganz einfach. Du nimmst zwei Pfeile gleichzeitig und zielst. Ich versuch's. Mann, ich komme hier nicht mehr hoch. Okay. Ich kann... Zwei willst du Multifall, okay. Oh. Sorry, das habe ich jetzt falsch gemacht. Es ist dir nicht gelungen. Mit rechter Maustaste markierst du beide Ziele, okay. Also so und so. Und dann kann ich zielen. Oh, das ist schon cool. Du warst gut, wirklich. Lass uns jetzt ins Lager zurückkehren. Geh voraus. Ich möchte die aber looten. Ja, ich weiß gar nicht. Also Bogenschütze wäre vielleicht auch interessant zu spielen, aber in Two Worlds 2 ist das Magiesystem auch so geil. Deswegen würde ich vielleicht auch eher den Weg des Magiers einschlagen. Ich glaube, ich bin gleich überladen. Kann ihn nicht mehr mitnehmen. Kann ich die irgendwie kombinieren? War ja nicht mehr, ne? Schmieden?
Ah, genau, hier konnte man die Sachen in Einzelteile zerlegen, ne? Ah, okay. Das muss ich erst freischalten. Dich nicht schlecht geschlagen. Mal sehen, wie du dich hältst, wenn es hart auf hart kommt. Morta hat ein paar Speer von einem ihrer anderen Stämme erledigt. Und Gortarius ist es gelungen, die Falle zu öffnen. Darfa ist erstmal in Sicherheit. Gut, freut mich, dass ich helfen konnte. Wann werde ich eure Prophetin treffen? Wenn sie es für richtig hält. Im Moment ist Darfa für dich verantwortlich. Warum lasst ihr die Groms überhaupt so gefährlich nah an euer Lager ran? Diese Aasfresser sind vor allem damit beschäftigt, sich gegenseitig umzulegen. Normalerweise bleiben sie in ihrem Teil der Insel und kommen uns nicht in die Quere. Sie können nur den Schwächeren gefährlich werden. Gut, dann werde ich sehen, ob ich mir bei ihnen mehr Ausrüstung verschaffen kann. Ich werde einiges brauchen, wenn ich Kira befreie. Sei kein verdammter Idiot. Du bist noch zu schwach. Die Groms würden dich in Stücke reißen. Und die Prophetin braucht dich lebend. Also dann? Schon wieder auf den hübschen Beinen? Ja, es geht wieder. Gortarius ist ein Virtuose. Wenn nur ein Hauch Leben in dir steckt, hat er für fast alles einen Heiltrank. Gut zu wissen. Oktor sagt, du wolltest mich sehen. Ja, wir sollten jetzt zu ihr gehen. Sie wartet schon auf die Begegnung mit dir. Du meinst... Die Prophetin. Verstehe. Also, können wir? Wenn sie schon so lange wartet, dann hält sie sicher noch einen Moment aus, meinst du nicht auch? Wir gehen jetzt. Schon gut. Wir machen alles, was du sagst. Oh, der alte Flirtmeister. Der sollte sich mal ein bisschen zurückhalten. Ich glaube, diese Ork-Lady spielt in einer anderen Liga. Da sind wir. Die Brücke führt dich zu ihr. Sicher, dass es hier irgendwo hingeht? Bleib lieber ein wenig zurück. Verdammte Negres. Wieso? Was ist? Ich spüre ihre magische Präsenz. Sie stören meine Kreise. Also, gehen wir runter. Dann suchst du nach den klapprigen Scheißkerlen und machst sie unschädlich. Ich muss diese Brücke einrichten. In Ordnung. Los, gehen wir. Wir sind am Ziel. Vergiss nicht, es sind magische Wesen. Mit normalen Waffen erzielst du keine Wirkung. Hier, nimm diesen Stab. Ich denke, du weißt, wie man damit umgeht. Auf große Distanzen ist der Feuerblitz sehr nützlich. Danke. Da sind die Übeltäter. Oh, mein Inventar ist zu voll. Wo komme ich denn in mein blödes Inventar? Ah. Ich muss irgendwas rausschmeißen. Legen wir das mal ab hier. Auch die Effekte sehen gar nicht schlecht aus, ne? Weil das alles so erhellt.
Schauen wir mal. Okay. Aber diese Sachen nehme ich mal mit. Ich wünschte, es wird so schnell Loot geben, weil das dauert immer so lange. Das ist verschlossen, okay. Das ist auf 2. Ah, okay, das ist so ein Flächenzauber quasi. Ja, sieht schon sehr cool aus hier. Aber dir ist schon klar, dass der Zauber in engen Räumen unerwünschte Nebenwirkungen hat? Also, wenn's eng wird, nimmst du lieber die Feuerwelle. Die Wirkung ist umwerfend. Vor allem, wenn der Gegner blöd genug ist, dich von allen Seiten einzukreisen. Jetzt geh zu dem Ring mit dem Pentagramm in der Mitte des Raumes. Die Negris können dir nichts anhaben, solange du in dem Ring stehst. Alles klar, danke. Ja, okay. Wir sind hinter uns. So, und jetzt können sie mir nichts anhaben. Das ist ja der Wahnsinn. Ja doch, die können mir doch was anhaben. Boom, Junge. Wie er sich kaputt lacht. Du hast dich überraschend gut geschlagen. Ich meine, für einen Menschen. Gehen wir zurück. Schön. Ja, die könnte ich jetzt alle looten, aber es dauert einfach sehr lange. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Oh shit. Skillbuch der Wassermagie. Oh, da. Nutze das Skillbuch. Achso. F2 ist irgendwie das Inventar. Skillbuch der Wassermagie. Wassermagie. Nimm die Magiekarte. Eis. Öffne das Inventar. So. Öffne das Amulett mit dem Zauber Feuerblitz. Setze die Feuerkarte mit der Eiskarte und schließe das Amulett. So. Ja. Bleib ja liegen. Aha. Dämonenherz. Oh so, wieso laufe ich eigentlich gerade so lahm? Was habe ich? Oder ich kann, glaube ich, hier nur langsam gehen irgendwie. Warum auch immer. Sehr gut. Ich kann keine Störung mehr wahrnehmen. Also. Genieß die Show. Dann lass mal sehen. Ich
Oh, krasser Typ. Tu schon, was man dir sagt. Hey, warte mal. Ich muss mal kurz in die Einstellungen. Tastaturbelegung. Warte mal, habe ich jetzt was umgestellt? Standard. Wie kann ich denn hier gucken, wo man... Ah. Oder bin ich im... Ah, ich bin wahrscheinlich überladen, deshalb. Nee, doch auch nicht. Wieso kann ich denn nicht mehr sprinten? Also ich kann noch sprinten, aber ich kann irgendwie... Aber es ist auch irgendwie meine Feststelltaste oder so, ist gar nicht an. Wundere ich mich gerade. Überladen bin ich ja eigentlich nicht, von daher... Naja. Da bist du ja. Der Typ, ey. Ich habe lange gewartet. Du darfst dich jetzt erheben. Wie ich sehe, haben es die Jahre in Gandors Kerkern gut mit dir gemeint. Danke. Ich sollte mich wohl vorstellen. Mein Name ist Kassara. Wie lange war ich eigentlich? Oh, viele Jahre, fürchte ich. Die Welt hat sich seitdem sehr verändert. Darf ich fragen, warum ihr mich befreit habt? Wir haben in Erfahrung gebracht, dass Aziral über deine Schwester Kira zurückgekehrt ist. Nun, Gandohar hat Kira benutzt, um sich mit Azirals Kräften selbst zum Herrscher zu krönen. Dabei vernichtet er alle, die sich ihm in den Weg stellen. Wenn Kira so wichtig ist, warum habt ihr sie zurückgelassen? Der Versuch, euch beide zu befreien, wäre zum Scheitern verurteilt gewesen. Deine Freiheit war alles, was wir erreichen konnten. Aber werdet ihr auch Kira helfen können? Wir werden sehen. Du weißt, wie geschwächt sie ist. Ganduhars finstere Magien entziehen ihr alle Kraft. Nur durch dich konnte er ihren Körper am Leben erhalten. Sicher ist es auch kein gutes Zeichen, dass Kira nicht mehr in Schloss Vakmar ist. Vielleicht bleibt ihr nicht mehr viel Zeit. Was? Meine Gabe erlaubt es mir, in die Zukunft zu sehen. Aber ich kann mir nicht aussuchen, was ich dort sehe. Große Gefahr geht von Schloss Vakmar aus. Wenn Gandohar nicht aufgehalten wird, steht nicht nur das Leben deiner Schwester auf dem Spiel. Ist das eine Prophezeiung? Komm näher. Ich will dir zeigen, was ich gesehen habe. Was ich da gesehen habe,
Ist das... das Ende? Ja, ich befürchte es. Aber wenn es eine Prophezeiung ist, wie können wir dann eingreifen? Was ich sehe, ist nur ein möglicher Weg, kein festgefügtes Schicksal. Aber nun geh. Sprich mit Darfa. Wir beide sehen uns bald wieder. Na gut. Ach, bevor du gehst, deine zerlumpten Kleider kann ich mir nicht länger ansehen. Du solltest sie mit den Sachen ersetzen, die ich für dich vorbereitet habe. Hier auf dem Tisch. Danke. Nicht der Rede wert. Na also. Das ist ja wirklich sehr freundlich. Ja, was lerne ich denn? Kunstkraft. Krieger-Skills. Magier-Skills? Achso, okay. Ja, ich denke... Mana-Regeneration. Ja, das finde ich gut. Die muss ich wahrscheinlich erstmal ein Skillbuch finden. Ja, aber Magie wirkt schon interessant, weil man kann sich hier auch eigene Zauber bauen und so ein Kram, ne? Deswegen... Ich glaube, wir machen mal Feuermagie weiter hoch. Und sonst, ja... Parameterpunkte... Ja, mach mal die Willenskraft höher. Ich glaube, das ist ein guter Anfang. Trage ich diese Dinger schon? Jetzt trage ich die, okay. Aber die bringen... Was bedeutet dieser Stern? Wie finde ich dieses Charaktermenü ein bisschen unübersichtlich? Moment mal. Bin voll. Weil, also klar, ich sehe es bei ihm, was er dann trägt, aber... Die können ja auch raus hier. Mach das mal auch raus. Ja, das trägt ja alles. Perfekt. Das ist doch schon mal ganz nett. Ich muss jetzt nur noch herausfinden, warum ich nicht mehr gehen kann. Aber ich würde sagen, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Das ist wieder mal so ein tausendmal gehörter alter Hippie-Song. Überhaupt nichts Neues, aber irgendwie doch immer wieder schön.